Was geht ab, Mann und Z-Fighter, Osiria? Und endlich, ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, endlich kommt Evolution Vegeta zusammen, natürlich mit Jiren, denn heute wurde in-game die Teaser angekündigt zu den beiden Doku-Events, zum einen zu dem von Vegeta, da wird eine neue Stage hinzukommen zu dem Doku-Event, was wir bereits haben, und zum anderen zu Jiren, einem ganz neuen Doku-Event. Wann werden diese beiden denn erscheinen. Wann werden sie erscheinen? Und zwar haben wir zwar für morgen eine Wartung. Diese Wartung geht bis 11 Uhr, also am Donnerstag bis 11 Uhr. Aber ich glaube nicht, dass sie direkt morgen kommen, denn üblicherweise kommt nachdem etwas geteasert wird, zwei Tage danach das Ganze. Und weil aber auch das aktuelle Banner von C17, das aktuelle Dokkan-Festival-Banner von C17 erst am Freitag um 7.59 Uhr unserer Zeit morgens offline geht, schätze ich sehr stark ein, dass sie in zwei Tagen erscheinen werden, am Freitag um 8 Uhr morgens. Sowohl Vegeta als auch Jiren, sie sind beide in einem Banner. Und Jiren bekommt dann natürlich sein Doku-Novel im Dispo. Topo ebenso. Und natürlich unser Boy Super Saiyan Blue Evolution Vegeta kommt nun endlich zum globalen Dokkan-Battle, Freunde. Das ist aber nicht alles für heute. Das ist nicht alles für heute. Nämlich, wir haben noch, beziehungsweise wenn wir uns das Ganze mal kurz wegen der Wartung anschauen. Was können wir denn erwarten nach der Wartung? Leute, es ist früh am Morgen, sorry. Was können wir denn erwarten nach der Wartung? Zu der Wartung eine neue Celebration, ganz einfach die Halloween Celebration, beziehungsweise die Celebration um Vegeta und Jiren herum. Denn morgen um 2 Uhr nachts sollten bereits die Celebration-Informationen online kommen. Dann wissen wir, was demnächst uns bevorstehen wird für die nächste Zeit. Aber auch, wir haben für JP einen Data-Download bekommen und für JP haben wir hier ein Halloween Gotenks. Und dieser Halloween Gotenks wird auch zu Global kommen, schätze ich sehr stark ein, denn es ist ein Halloween Event und da werden wir dann morgen spätestens schlauer, wenn wir eben die Celebration Information haben um 2 Uhr nachts, dann wissen wir, okay, dieser Gotenks wird auch Teil der Halloween Celebration auf Global. Sollte eigentlich der Fall sein, weil es ist Halloween, aber wir werden dann morgen auf jeden Fall schlauer. Bis jetzt haben wir erstmal die Information für den Halloween Gotenks. Auf der japanischen Seite, er ist ein Free-to-Play Charakter vom In-Type und sie, beziehungsweise die Karte heißt Super Saiyan Gotenks und Ghosts. Finde ich auf jeden Fall nice hier an der Stelle, dass es einen anderen Namen hat. Heißt, man könnte theoretisch andere Super Saiyan Gotenks in dasselbe Team packen wie er. Das Artwork ist hier an der Stelle von Dokkanart. Vielen lieben Dank dafür. Und die Translations sind bei Goresh. Die Links sind alle auf Twitter, Freunde. Und zwar, das Artwork sieht echt cool aus. Es ist wirklich Halloween-like. Was hat denn der drauf? Schauen wir uns das Ganze mal an. Und zwar, wie gesagt, von In-Type Super Saiyan Gotenks and Ghosts. Leader Skill ergibt der Fusion-Kategorie. Key plus 2 HP Attack und F 30%. Durch seine Super Attack macht er Supreme Damage mit einer hohen Chance, den Gegner zu stunnen. Die Passive sieht folgendermaßen aus. Und zwar endet er zufällig ausgewählt aus den Typen, die wir haben. AGL, Tech, Int, Strength und Physisch. Zufällig aus einem der Typen endet er alle Orbs dieses Typus. Beispielsweise, wenn wir mal nehmen, einfach Strength Orbs auf dem Feld, endet er diese in Rainbow Orbs komplett und hielt sich pro Rainbow Orb, den er einsammelt, um 6666 HP und hielt dann noch sich hielt sich durch Candy, wenn es auf dem Feld liegt. Und das ist nur bei manchen Events so. Und ich gehe stark davon aus, dass in seinem Event wahrscheinlich auch so sein wird, dass da Candy rumliegen wirkt. Vielleicht, wisst ihr noch nicht, es wird wie gesagt ein neues Story-Event und da können wir dann den Free-to-Play-Gotenks uns holen. Link-Skills sind hier an der Stelle Innocence, Golden Warrior, Super Saiyan, Saiyan Lineage, Prepare for Battle, Fuse Fighter. Er ist in der Kategorie Hybrid Saiyan und Fusion. Das war abgehakt, Leute. Das habe ich früh am Morgen abgehakt, aber da hat dann einer nachgefragt und ich habe es dann hier direkt wieder hochgeklatscht. Also so sieht das Ganze zu unserem Boy Free-to-Play Gotenks aus. Wie gesagt, Passive, ja, es geht. Die Passive ist so eine Spielerei, sag ich mal. Quasi Orb-Changer, wählt einen zufälligen Typus aus, change alles komplett in Rainbow und hielt sich dann an den Rainbow-Orbs und dann auch an Candy. Candy sind beispielsweise auf dem Kid Buu Dokkan-Event oder vielleicht dann, wie gesagt, wenn es in seinem Event kommt. Aber Freunde, noch zum Schluss, hier von Rimsteel, der hat das Ganze retweetet, nämlich für Legends kommt ja heute die Wartung, beziehungsweise ist die Wartung momentan online, die geht um 11 Uhr offline und wir haben es im gestrigen Video besprochen, haben uns eine Frage gestellt, haben einen Teaser bekommen zu Gogeta und heute nach der Wartung, Freunde, aus den aktuellen Leaks, aus den ganzen Daten, aus den Datamines, Shoutout hier an Dragon Ball Legends Reddit, haben wir folgendes und auch an Legends.dvzspace, das Banner von Sparking, Janemba und Gogeta erscheint bereits heute, Freunde, nach der Wartung. Ich wünsche auf jeden Fall schon mal sehr viel Glück für diejenigen, die das summon werden. Das Banner sieht folgendermaßen aus, ist ein Legends Rising Banner, die Charaktere sind sehr solide, die Sparking Charaktere, die in dem Banner sind, sind auch gut, wir haben einen neuen Sparking Janemba, neuen Sparking Gogeta, Super Vegeta ist dabei, der ist solide, der Goku AGL, blauer Goku ist auch dabei, der ist echt gut, aber dann
das Schrecken von Osaru Paikuan. Wenn wir das haben werden, bin ich mir sicher, gehen wir raus mit einem 7-Stern-Paikuran. Wir haben den so oft gezogen. Aber schauen wir mal, was abgeht, Freunde. Wie gesagt, wenn wir das uns kurz anschauen dürfen, wir werden uns das alles zum großen Update von Legends selbst. Charlotte wird in der Lage sein, zum Super Saiyan zu gehen. Gogeta, Janemba kommt und so sofort. Alle ganzen Informationen werden wir uns heute noch im heutigen Video zu Legends anschauen. Ganz kurz mal in Vorschau haben wir hier an der Stelle Gogetas Button. Gogeta, er wird vom roten Element sein. Was kann er hier an der Stelle? Er hat seine Main Ability, zieht eine weitere Ulti, er hat quasi zwei Ulti. Die erste ist Soul Punisher, die wir kennen. Die er zieht, die Ultimate Special ist Judgment, macht Massive Explode Damage und heat seine Ki um 50%. Er hat aber auch einen Konter durch seine Superkarte. Durch die Z-Ability gibt Gogeta hier Fusion Charakteren auf den Angriff 17% auf Z-Level 1. Aber sobald er auf Z-Level 3 kommen, gibt er noch zusätzlich für die Verteidigung Boost. Und bei Max Z-Ability, beziehungsweise Z-Level habe ich gerade gesagt, aber wenn die Z-Ability auf Max ist, gibt er 25% hier für Fusion Charaktere auf deren Angriff und Verteidigung. Und Janemba auf der anderen Seite, Freunde, ist vom Lila-Typus. Durch seine Main-Ability zieht er seine Special-Card, hier ist die Main-Ability, und erhöht die Kosten für Strike-Karten, also für Schlagangriff-Karten, die hier sind, das des Gegners, um 15 für 10 Sekunden. Zudem hat er auch ein Dodge. Konter, besser gesagt, Konter, so wie Gogeta durch seine Super-Attack, er ebenso, also durch die Super-Karte, sage ich mal. Und zudem seine Z-Ability erfolgt folgendermaßen, ist für die Regeneration-Charaktere, also Erneuerung-Charaktere, diesen gibt er 17% auf die Verteidigung, aber ab Z-Level 3, ab Z-Ability Level 3, besser zu sagen, gibt er noch zusätzlich für die Blast-Defense, also Spezialverteidigung, sage ich mal, ja, weit auch ein Boost dazu und auf Max-Level sind das 25%, Freunde. So viel zu den ganzen Informationen von heute, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und ich bin mir sicher, viele sind gespannt auf Evo Vegeta. Ich ebenso. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace.